Ladies and Gentlemen, wollt ihr ein Halbfinale sehen? Gib mir ein Oh yeah! Oh yeah! Zeig, dass du ein True Schooler bist. Rapper Mittwoch Merchandise bei merchstore.net. Rapper Mittwoch Battlemania Halbfinale. Drei Runden. Erste mit Beat. 3x8 Takte Freestyle Schlagabtausch. Zweite mit Beat. Zeig deine Lyrics. Bei Unentschieden. Dritte. Jeder einmal eine Minute Schlagabtausch a cappella. Halbfinale jetzt am Start. MC Mike gegen Jerome Boateng. MC Mike, du wurdest als erster gezogen. Faust oder Ficker? Ficker. Ficker. Tja. Rapper Mittwoch Battlemania Halbfinale. Sehr schön. 8 Takte Freestyle Schlagabtausch über ein Beat von Wieder Cannabis. Sehr schön. Und jetzt wirklich, Alter, die UMCs werden besser, wenn eure Energie stimmt. Glaubt mir, Alter, das ist wirklich ein Geben und Nehmen. Diese Ecke da, Hände in die Luft, Berlin, Alter. Diese Ecke da, sehr schön. Come on. Yo. Seid ihr bereit für Streit? Alles klar, heute in Jumper rum, MC Mike ist ja da. Alles klar, warum nicht, Alter? Er ist so billig, alles klar. Und auf dem Bett ist er auch chillig, ja. Seine Ma hält die Kamera, wenn ich ihn fiste. Ene, mene, miste, in der Kiste. Alles klar, schwul, ja, piste. Hast keine Chance, ich warte, come on. Change. Erstens, Percy, du siehst voll scheiße raus. Das Battle war gelaufen, als die Leute riefen beide raus. Yeah, du bist voll die Flasche. Ich schicke dich ja heute auf eine Matratze. Alter, was hier, Jerome Boateng? Ich würde dich sowieso erkennen, obwohl. Alter, wenn du hier grad so schwul tust, muss ich doch mal direkt fragen, Amar, bist du's? Change. Yo, Alter, wartet ab, was der Emo sagt. Heute Jerome Boateng gegen Legolas. Was ist los, Alter? Ist dir das hier zu brollig? Seine Mutter hatte Sex mit einem Hobbit. Haha, Alter, was ist mit dir los, Alter? Komm, sei mein Sohn und setz dich auf meinen Schoß. Ich lese dir eine Story vor, die du bestimmt kennst. Du bist ein Gaylord, ja, du bist nicht schlecht. Hey. Kommt er hier so mit Herr der Ringe, aber weißt du was, dass deine Mutter mir nur Herpes bringt, hä? Nein, das weißt du nicht, Alter, du bist ein Opfer. MC Mike, bleib chillig und mach das mal einen Kopf klar. Yeah, oh yeah, Alter, du sagst doch nicht sowas. Ich fick nicht deine Mutter, ich bin oldschool, fick deine Oma. Yeah, einfach so auf dem Klo, da MC Amaika sowieso immer dope war. Ich frag mich immer, Alter, wie sieht denn der aus? Denkst du echt, Penner sein ist so underground? Du siehst aus, Alter, wie ein Fahrkartenkontrolleur. Aber ey, der kriegt von mir mehr Respekt. Yeah. Du hast nichts hier und verdienst auch gar nichts. Alter, bei so einem Schwacken kriegst du auch nicht Panik. Er hat blonde Haare und denkt, er wäre was Besonderes. Oh mein Gott, ich kann deinen Arsch nur bomben, bitch. Let's change. Du hast ein neues Image, yo, doch was ändert das? Ich frag nicht nach dem Fahrkarte, sondern nach der Membercard. Yo, zeig mal, bist du dabei? Nein, Alter, du musst heute battlen, damit du dabei bist. Aber du bist scheiße, du Bitch. MC Mike ist so fleißig und zerreiß dich jetzt. Yeah, du bist so, Herr Lehrer, ich weiß es. Yeah, ich fand dich von Anfang an scheiße. Aus, mach mal aber diese beiden MCs hier in dieser ersten Runde. Schön, dass ihr euch Respekt gebt. Sehr schön. Zeigt mir eure Hände hier in diesem ersten Punkt in der ersten Runde des Halbfinals für den MC, der hier angefangen hat. Auf meiner linken Seite für Jerome Boateng. Danke, danke, danke. Zeigt mir eure Hände für den MC, der nachgelegt hat für MC Mike. Gremium, lasst das auch durch. 1:0 für MC Mike. Kommen wir zur zweiten Runde. Text, du hast eben angefangen, dann muss Jerome anfangen. Setzen wir uns hin. In der Text. Ich hab angefangen. Ach so. Ich hab angefangen. Dann musst du jetzt anfangen. Alles klar, setzen wir uns hin. Schön, dass du aufgepasst hast. Figo Braslevic. Berlin, oh ja, Figo Braslevic. Mach mal ein bisschen Lärm für Figo Braslevic. Der Beat hier ist von ihm. Best Beats, sag ich ja. Ah, was geht oh, ab? Shit. Oh shit. Real Hip Hop. Klassiker. Ah, ist geil. Ah, Berlin, was geht ab? Real Hip Hop. Ah. Ist es nicht der Wahnsinn, wie ich im Rap für Rap da bin? Warum fragst du mich, wie's aussehen kann? So esse nicht der Ahne nicht. Bahne mir den Weg in dein Kopf mittels Rap. Keine Frage, ich biete Rap-Sicherheit wie ein Versteck. Hast keinen Bock darauf, Rap-True zu präsentieren. Ich habe keine Lust, Rap übertrieben zu kopieren oder Geschichten auszudenken. Akkus ein wie Aktuellen. Niemand merkt, dass ich genauso bin wie alle Menschen. Was ich will, ist ein Verbesserpunkt des Denkens. Danke in deinem Denken, denn bedankte Gedanken
Denken, beschenken dich und denken über an zur Erkenntnis. Zweifel sind ein Hemmnis, zu sehen, wie die Dinge sind und real zu sein letztendlich. MC Mike, ja meine Zeit, dass er die Brücke in eine neue Ära bin. Von der Wahrheit wachgeschüttelt, realisiere täglich, wer Tiere ihr brutalstes Stück ist. Und Milliarden Menschen hungern, gut geht erst nur einem Drittel. Yo, frag mich Tag und Nacht, yo, was geht? Rappen macht mich frei von dem Fuck, yo, das geht. Bist du immer noch dabei und dann frag dich, was geht, yo? Was geht, yo? Rap lebt, ha? Huh? Schöne Lyrics von MC Mike, mach mal ein bisschen Lärm für seine Text. Yes. Kommen wir nun zu den Lyrics von Jerome Boateng und dann treffen wir eine Entscheidung. Yo, let's yo. Go. Yeah, wo sind die Hände? Wo sind die Hände? Danke für die Hände. Wo sind die Hände? Yeah, bleib da dran. Yo, 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 yo. Rap ist geil, doch jeder will hier an die Wäsche. Das ist der Grund, warum ich Rapper so verdresche. Ich kenne Rapper privat, doch echt, sie schreiben mir jeden Tag WhatsApp. Jeder denkt, er hat es drauf. Doch hey, guck, man kennt keinen von diesen Clowns. Facebook, sie sagen, G ist ein Rapper? Echt wie? Ich weiß selber, ich bin dafür zu sexy. Nein, Spaß, Hip-Hop heißt Fun. Man raucht Gras, mit 13 fängt's an. Ich weiß, dass es nicht mit Absicht ist, doch ich werd von der Crowd hier immer passiv dicht. Sie wollen Zweideutigkeit, die Leute wollen Doppelsinne. Lachen und Bewegung, Doppelkinne. Ram hört sich doch göttlich an. Mitten in der Woche sagen man, wer plötzlich krank. Jedes Lied ist unendlich und jedes Lied so lebendig. Und deine Freundin verlässt dich, aber du sagst Stress nicht, Hauptsache Rap nicht. Schöne Lyrics von Jerome Boateng. Mach mal Lärm für diese beiden MCs und ihre Lyrics. MC Mike, komm an meine Seite. Zeig mal rein für die Lyrics von MC Mike. Zeig mal eure Lyrics für die. Zeig mal rein für die Lyrics von Jerome Boateng. Ich sehe da ein bisschen Gleichstand, so, ne? Ich sehe auch, also es ist schwer zu sagen, aber bei uns ist es immer so, wenn es nicht deutlich aussieht in der Textrunde, dann geht der Punkt an den hinten liegenden MC. In dem Fall Jerome Boateng, das ist bei uns schon so seit 4 Jahren. Und nun kommen wir zu einem Acker! Ein Acker! Ein Acker! Eben habe ich dich gefragt, ne, nach der Münze. Frage ich jetzt dich, Faust oder Ficker? Ficker. MC Mike, bitte. Let's go. Gut, Percy, machen wir es kurz. Was willst du sagen, Alter? Ich bin Hippie, lange Haare, gib einen Scheiß auf die Presse. Gut, aber leg mir heute Steine in den Weg und ich schmeiße dir in die Fresse. Denn egal, wie du dich heute verteidigst, meine Reime reißen in dein Klein und eine Schneise, sodass du nicht nur eine Weile entgleist blickst, sondern auch nicht mehr weißt, wie du heißt, du Bitch. Yeah, würde ich jetzt eine Recherche nach dir anfangen, wäre das wie nach Kaviar googeln, weil ich bestimmt dauernd nur auf Scheiß klick. Und ich müsste es mir auf der Toilette angucken, damit ich mir nicht vor Lachen einpiss. Aber eigentlich ist es kein Diss und eigentlich ist MC Mike euch immer viel zu nett. Heute ist er viel zu nett, weil er mich ihn einfach so besiegen lässt. Ja, ist viel zu nett. Er würde mich nicht mal verklagen, wenn ich ihm einfach so absichtlich den Kiefer brech. Viel zu nett. Ey, erwischt er seine Freundin mit mir beim Sex, mich nicht nur mit ihr liegen lässt, sondern bringt mir, wenn ich am Ziel bin, echt gerade noch ein kühles Bier ins Bett. Alter, da wärt sogar ihr perplex. Aber stimmt doch, weißt du, noch letztens, als ich gerade so auf deine Alten verweilte, du so plötzlich reinkamst, aka reinschneidest und ich dachte, jetzt fängst du gleich an zu schreien, aber du nur meintest, ey, ich will dann auch noch mal, kannst du dich bitte mal beeilen? Yeah, kranke Scheiße. Aber ich musste mich bei ihr nicht einschmeicheln. Sie nahm sofort mein heißes Eisen. Was übrigens so heiß war, dass sie meinte, sie will vom Mike heute lieber Heißcreme statt Gleitgel. Yeah. Deshalb habe ich deine Freundin letztens hart auf der Sofalehne genommen. Denn immer, wenn sie mit dir ficken wollte, sagtest du nur, oh Baby, komm, ich habe meine Regel schon wieder pünktlich zu meiner Migräne bekommen. Digga, und wenn die beiden ficken wollte, nicht dabei sind, denn das wird wild, wenn sie ficken. Zum Vorspiel leckt er seiner Freundin erstmal einen Pilz aus der Ritze. Würde ich versuchen, was danach kommt, mit einem Bild auszudrücken, würde ich sagen, es sieht aus, als würde man einen Bleistift mit einem Müllschlucker spitzen. Digga, und jetzt hier, komm du. Schöne erste Runde von MC Mike. Kommen wir zur ersten und einzigen Runde von Jerome Boateng. Yo, wenn Sie den Scheiß später sehen, werden die sagen, oh Mann, war der high. Herzlichen Glückwunsch, 2 Lines waren dabei. Ja, macht die Scheinwerfer für ihn heller, denn er will hoch auf den Thron. Na, wartet erstmal, hört erstmal mein A Cappella zu seiner Person. Während andere Rapper wochenlang am Schreibtisch sitzen, mit glühender Hand den Schweiß abwischen, fahren sie Kilometer nur, damit sie einen Preis erwischen. Ich... Während andere durch die Szene jagen, für ein bisschen Fame bei jedem Blasenfake sein in den Venen haben, Hauptsache Party jeden Abend, du. Ich kann mir das schon vorstellen, wie es ist, wenn er jeden Abend auf einer Party sitzt, Hand in Hand mit einem Jungen, der Ex-Freund von Edati ist,
Von all den Süßigkeiten, mit denen er ihn gelockt hat, hat der kleine Junge Karies in Gedanken bei seinem Sommerurlaub, weil der Sextourismus in Thailand für ihn eine Safari ist, ein bisschen Lust auf Schokolade, weil der kleine Junge, den er in seinem Keller hält, zur Hälfte ein Somali ist, bezeichnet er sich als Anhänger jeder Ethnologie. Im Polizeikreis jedoch bekannt als Gangbanger à la Pädophilie. Dein Privatleben. Aber warum belästigst du uns mit Rap? Eine Frage, die sich jeder auch schon so gestellt hat. Er versucht es zu erzwingen, wie ein Typ mit Zeitdruck für sein Auto einen Stellplatz. Doch guck, wenige sind auserkoren für Medien der Ausdrucksform. Predigen vor tausend Ohren, ewiges mit Faust und Zorn, angetrieben von Adrenalin. Die Crowd liebend in die Arena ziehend, den Feind reißen wie ein Alligator. Kreuzung zwischen Mike Tyson und einem Gladiator. Lieder aufnehmen, niemals aufgeben, kein Mitleid für ein Opfer haben, lieber einen draufgeben. Das ist Rap! Und jetzt merkst du, meine Texte schießen doch Patronen. Nach dem Battle hat sein Körper mehr Löcher als die Zähne von einem Obdachlosen. Seine Reinigung geht so weitreichend, sie reinigt auch noch seine Enkel. Bei sich zu Hause merkt er reingleitend eine Klinge in seinen Schenkel. Er sagt, Schneiden hilft gegen die Schmerzen, nice, aber kennt keiner. Dicker, ich lass es 300 hier werden, das ist Rise of an Empire. Das Atlantik gegen Pfütze, das Jungfrau gegen Schütze. Weil er Angst vor einem Kampf hat, schluckt er Kampfschatz, wenn er müsste. Schöne Runde von diesen beiden MCs hier. Macht mal Lärm für MC Maiko und Jerome Boateng. Ihr habt das wieder in der Hand, wer jetzt ins Finale einzieht. Zeig mal rein für das A Cappella hier im Halbfinale von MC Mike. Zeig mal rein für das A Cappella von Jerome Boateng. Ja, Mann, Berlin, dankeschön, dankeschön. Ey, mal MC Mike, komm her, Alter, ohne Witz, komm her. Ey, herzlich willkommen im Finale. Jerome Boateng, hey, hey, hey! Kommen wir zum Halbfinalmatch. Jerome Boateng gegen MC Mike. Jerome, da bist du nun im Halbfinale, triffst auf MC Mike. Und irgendwie lief es dann langsam bei dir. Erzähl mal. Ja, der Abend war schwierig. Wenn man ihn von Anfang an gesehen hat, kann man das einschätzen. Ich feiere MC Mike, ich respektiere ihn, er hat in der letzten Saison auch einiges gerissen. Und ja, ich konnte es entscheiden, aber MC Mike trotzdem over the top. Bei euch ging es ja noch ins A Cappella. Und ich hatte den Eindruck auf jeden Fall, bei dir war dann jetzt irgendwie nicht so viel Munition und er hat voll geschossen. War das so? Habe ich das richtig gesehen? Naja, ich hatte so in A Cappella vorbereitet fürs Halbfinale extra. Das wollte ich dann auch bringen. Hab mich dann doch spontan für ein anderes entschieden, halt ziemlich viele Punchlines übers Ficken gebracht. Naja, war vielleicht nicht so angebracht. Nichtsdestotrotz habe ich ja die Freestyle-Runde geholt. Die Textrunde war recht knapp. Ja, und dann war es halt unausgeglichen. Da muss man halt ins A Cappella gehen. Ja, es war ein spannendes Battle auf jeden Fall. Ich hatte auch meinen Spaß halt und er hat sich wacker durchgeschlagen und hochgekämpft. Verdient gewonnen. Tja, wie ist eure Meinung zu dem Match? Schreibt alles in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. Ladies and Gentlemen, begrüßt jetzt hier in dem zweiten Battle Muro gegen Zed! Muro, du wurdest als Erster gezogen, Faust oder Ficker? Faust. Bitteschön. Zed soll anfangen. Also, let's go, DJ Pete, auf ein Beat von Figo Braslewicz. Figo Braslewicz Beats, Alter. Dankeschön auf jeden Fall, dass du uns heute deine Beats gespendet hast. Oh ey, die Hände hoch für diesen geilen Beat, Alter. Das hört man jetzt schon. Oh shit. Boah, Alter. So, let's go. 3, 2 und los geht's. Ich hör dein Lied und sag zu dir, Bruder, du bist so tot, am besten passt dein Sarg zu dir. Was sagt der hier? Am besten passt mein Sang zu dir. Du Schwanzkopf, während ich auf dem Takt basier, muss deine Sis-Schwanz massieren und fantasier über eine Zukunft mit mir und dir am Strand mit Bier. Yeah. Noch 2 Takte, 3, yeah. 2 und change. Ey, yo, Leute, ihr seht in meinen Spasti kassieren. Ey, was ist das? Eine ganz schlechte Hafti-Kopie. Tut mir leid, du kriegst jetzt gerade im Arsch. Das ist der kleine Bruder von diesem Tatverdacht. Wenn ihr wisst, wer das ist, dann würdet ihr jetzt lachen. Guck mal, er kennt den und das tut er auch. Ey, habt mal Spaß, ey. Im Gegensatz zu mir. Ey, da... Und change. Ey, Bruder, du bist Miesburner. Bitte hör auf zu rappen, ich kauf dir Cheeseburger. Okay? Du bist nur ein Fettsack, der rappt. Ich bin Z, Mann, ich... Okay, Mann.
Okay, mach nicht auf Gangster, meine Faust macht deine Welt bunter. Ich hol dir einen Stern, du holst mir einen runter. Okay, und ich wichs auf deine Köpfe. Du und dieser Mops, hey. Mann, ihr wärt schöne Möpse. Warte mal. Ja, ja. Und Change. Ey, yo, ich mach's wie DJ Pete und lege aus. Ich koch mit Cheeseburger, deiner Mama geb ich aus. Ja, du siehst es aus, ey, denn sie hat's echt nötig. Deswegen mich zu battlen ändert, sitzt ziemlich nötig. Ich bin fett, ja, Mann, ich frag mich, wie's dir geht. Du bist viel zu dünn. Leute, hab mal jemand für ihn den Keks? Und ich weiß, du bist in der zweiten Runde raus. Ey, und dieser Z, der sieht so verdammt hungrig aus. Hey, ihr wisst, dass er ein Keck ist. Darf ich vorstellen, das neue Cover von Mackis. Der Fett sagt, geht gerne essen, freizeitlich. Dabei tick ich Gras und gib ihn dann einfach Stich. Das ist so, Mann, ich fick dich im Po. Risiko, ich werd bezahlt für die Scheiße wie City Close. Du bist nix, Mann, du Bastard, bist weg. Das ist Z, Motherfucker, dein Rap ist letzter wack. Change. Yeah. Ey, letzter Change, jetzt bist du Opfer im Arsch. Ja, Mackis, Digga, Sponsorvertrag. Ja, Mann, also halt deine Fresse, komm, M-U-R-O, Mann, ich bleib jetzt der Beste. So sieht's aus, wenn ich von dir nach Berlin komme. Er hat's ja nicht weit, denn er wohnt in dieser Tonne. Ja, oh mein Gott, ey, ich hau die ho. Ey, oh, kann das sein, dass du hier zu Hause wohnst? Aus, machen wir dann mit diesen beiden MCs hier in diesem ersten Battle gegeneinander. Schön, dass ihr euch Respekt gebt. Ist nicht so einfach vor, weiß ich nicht, 500 Leuten da, das zu machen. Zeig mir mal rein, für den MC, der hier angefangen hat in dieser ersten Runde für Z. Zeig mir mal rein, für den MC, der nachgelegt hat für Muro. Nichts zu sagen hat das Gremium. 1-0 für Muro. Kommen wir zur zweiten Runde. Text, du hast eben angefangen. Muro muss anfangen. Setzen wir uns hin. Yeah, ein paar Hände wären echt geil. Könnt ihr mal ein bisschen Hände heben? Da hab ich mehr Bock drauf. Geil. Yeah, okay. Ey, yo, Leute, ich bin Muro, merkt euch bloß diesen Namen. Und ey, wollt ihr eine Show, dann mal hoch mit den Namen. Ey, ich kam, ich sah und siegte danach. Heute streichel ich meinen Bauch und genieß jeden Tag. Ich schieße jetzt scharf, flieg in die Charts. Was für Album, mach mir mal Release-Party klar. Jeder liebt meine Art, der kleine, dicke Teddybär. Doch guckst du einmal weg, hab ich mit deiner Marke Steinfrack, ey. Ja, und denn ich bin der deutsche Meister und der Besten geht es nach oben. Digga, Räuberleiter, träume weiter, wenn du denkst, dass du eine Chance hast. Schreib mal deine Füße als vor, ich mach dich wie Konterblatt. Körpern ist wie Mickey, ich bin so wie Tommy Gun. Mach dich auf Apollo, sonst wick ich dich wie Rocky, Mann. 484, 338, Digga, das ist Hardcore-Style. Du bist wie mein Gürtel, du gehst mir an meinen Arsch vorbei. Schöner Text von Muro, sehr schön. Kommen wir zu den Lyrics von Z. So. Jetzt kommt's drauf an und danach treffen wir eine Entscheidung. Let's ja, go. Ja. Ah, ah. Gib mal die Hände. Alle Hände hoch. Ja, ja. Los geht's. Du willst Mann sein, Bruder? Was du nicht sagst, wenn du Mann bist, dann sag, warum hasselst du hart, während dein Dad einsteckt und sogar Stein schleppt? Bist du weit weg, Weibe? Richtiger Mann, während Mama Häuser putzt, bist du nur Botox oder wieder Popos poppen und dann wieder Knoten glotzen. Bist du Mann, wenn du Familie gründest oder stabile Bündels in Papiere kümelt? Sag mir, bist du Mann nur auf Papier verdammt? Gras lieferant, bist die Lunge verkrampft oder bist du doch einer von denen, der Süppchen kocht? Oder machst du Beine breit wie ein Y? Bist du Mann genug, um dein Wort einzuhalten oder trägst du knappe Mini-Rocks wie Schlampen am Bushalt? Bist du Mann wie dein Vater oder Standesbeamter von Transen und Kach? Was los, sag mal du Mann, bist Blender wie Rückspiegel? Wenn du dir sicher bist, warum vertraust du Glücksspielen 5, 7 und 5, 14? Während du Mann bist wie Adam, bleibst du Mann mit viel Haram. Yep. Schöner Text hier von Z. Sehr schöner Text. Kommt, stellt euch auf meine Seite. Z, kommt, stellt euch an die Seite. Jetzt voten wir das. Mal gucken, was jetzt passiert. Zeig mir eure Hände für die Lyrics von Muro. Zeig mir eure Hände für die Lyrics von Z. Ah, das sieht auch wieder ein bisschen undeutlich aus. Ne? Ich sehe das auch so, wenn es undeutlich aussieht, wird es für den hinten liegenden MC gewertet. In dem Fall bist es du. 1-1 und wir kommen zu einem AK. Ein AK lauter. Ein AK. Ach, Freunde, sehr schön. So, wer hat eben gewotet mit der Dings? Du, Faust oder Ficker? Ficker. Ja. Yeah. Muro soll anfangen. Let's go. Yo, Z, Alter, okay.
Mich zu battlen, da hast es eigentlich echt schwer. Und seitdem mein Besik das Trikot trägt, da bin ich kein Fan mehr. Ja, so sieht das aus, Alter. Halt deine Fresse, du bist eine Schlampe für Berlin. Du bist auf Ketamin, Droge, Speed und auf Amphetamin. Sagen zu mir, jemand muss diese Schlampe erziehen. Ich komm zu Ram nach Berlin und der denkt, yo, ich bin Zed, ich bin ein ganz krasser MC. So sieht das aus, Alter. Du bist mir scheißegal. Abnormal fick ich deine Mal richtig anal. Du bist lungenes Inzestprodukt. Deine Mutter hat noch vorgestern den Shit-Off bei mir im Index gelutscht. Ja, das hat sich sehr gut gemacht, einen richtigen Groove gehabt. Ich weiß nicht, was du so machst, aber du wirst krass verkackt. Auf jeden Fall, ich zeig dir jetzt, was lustig ist. Mutterwitz für Mutterwitz. Seine Mutter trinkt ihre eigene Muttermilch, wenn sie durstig ist. Ja, so sieht das aus, da brauchst du gar nicht so doof gucken, weil du bist einfach nur eine von diesen Ho-Noten. Ich bin Freestyle-MC, hab keinen Text parat, doch du bist ein Transvestit und willst Sex im Arsch. Also halt mal deine Fresse, Mann, du billige Ho. Deine Mutter, ey, sie wollte keinen Sohn. Und jetzt stehst du hier oben auf der verdammten Bühne, bevor ich lüge, sag ich, ey, du bist voll trübe. Ist mir ganz egal, auch wenn ich verkackt hab, im Gegensatz zu ihm bin ich nicht so ein Bastard. Er sagt trotzdem zu mir, ey Muru, du kannst richtig Hammer spitten und das ist so gut, wenn du willst, darfst du sogar meine Mama? Ja, weißt du selber Bescheid, die Eltern hier Rhymes, du weißt, wer der King ist und du willst mich battlen, Alter, verpiss dich. Und ich weiß ganz genau, ich bin echt fresh, eine Minute, die Zeit kennst du, ja, vom Sex, brauchst du auch so lange. Schöne erste Runde von Muro, sehr schön, kommen wir zur ersten Runde von Z im A Cappella, let's go. Also ich habe mich nicht vorbereitet, der ist ja ganz gut vorbereitet, aber jetzt fällt mir mal spontan jetzt was ein. So, und zwar... Das mit den Mutterficken hat diesem Bastard keiner abgenommen. Digga, wärst du von Köln nach Berlin gelaufen, dann hättest du wenigstens abgenommen. Genau, Digga, genau. Genau. So, dann kommt jetzt mal die Countdown-Frage, ne? So. Digga, mir fällt nichts ein außer Sau und Nagel. Was hat der zwischen seinen Titten? Bauch zum Nabel. Okay, du bist so fett, Digga. Dass ich sagen kann, du bist fett, Dicker. Auf jeden Fall so. Ich feier dich nicht, weil du bist nicht mein Bro. Aber auf jeden Fall, Bunisch, komm doch selber hoch, du Bitch. Auf jeden Fall, ich hab mich nicht vorbereitet, ja. Dann ist es fair, wenn du das auch zugibst, Alter. Nächstes Mal bei Rapper Mittwoch bist du hoffentlich besser vorbereitet. Zeig mir eure Hände für den MC hier in seinem A Cappella für Muro. Zeig mal rein für den MC, der hier nachgelegt hat, im Fast A Cappella für Zell. Es ist deutlich. Herzlich willkommen im Finale, Muro. Kommen wir hier zum Halbfinale mit Muro gegen Z. Z ist leider nicht da, ist zu früh gegangen. Aber reden wir mal über dieses Match. Bei euch ging es ja erstmal Freestyle, hast du den Punkt geholt. Im Text hat er überzeugen können und dann im A Cappella warst du ihn auch auf jeden Fall überlegen. Er hatte irgendwann gar keine Munition mehr. Wie war das Match für dich? Ja, genau so wie das war, finde ich. Also es war schon alles richtig so. Freestyle habe ich überzeugt. Bei meinem Text blieb mir manchmal die Luft weg so. Kennst halt ja, wenn du alleine ohne Backup stehst. Und ja, war schon alles richtig. Also ich muss dazu sagen, Z ist sehr interessant. Gerade seine Textrunde fand ich auf jeden Fall sehr einprägsam. Es hat mir auf jeden Fall gefallen, deswegen hat er auch den Punkt bekommen. Was ist eure Meinung zu dem Match? Schreibt alles in die Kommentare, abonniert unseren Kanal und liked uns bei Facebook. Das ist ganz wichtig. Peace.